Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere geliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, die Messe vom Vormittag, vom 24. Dezember, hat auch ein sehr schönes Evangelium. Wir hören, wie Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, anfängt, Gott zu loben und zu preisen. Und dieser Hymnus, diesen Hymnus beten wir jeden Morgen bei der Laudes. Und wir beten und jubeln mit Zacharias. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Ja, Gott hat sein Volk besucht und schafft ihm Erlösung in Jesus Christus. Welche Freude, welche Kraft. Und liebe Brüder und Schwestern, wir wollen unseren Retter, Jesus Christus, mit großer Liebe, auch mit großer Zärtlichkeit empfangen. Und wir wollen ihn und seine Wahrheit in uns aufnehmen und wirklich mit ganzem Herzen bekennen, dass er der einzige wahre Retter und Erlöser ist, der einzige und wahre, der uns aus allen Ängsten befreien kann, damit wir ohne Angst und in Gerechtigkeit Gott dienen können. Dazu ist Jesus gekommen und genau das spricht Zacharias mit großer Freude aus. Möge tiefer Friede in unser Herz kommen und große Erwartung um Jesus heute Abend in der Heiligen Nacht mit großer Liebe aufzunehmen und zu begrüßen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.